Ja, hallo. Wir spielen heute das Spiel The Dead vs. Catch Game. Das Spiel ist in Early Access. Wir spielen die Version 0.13.33. Also bitte nicht wundern, das Spiel hat noch Bugs und Fehler und es hat einfach alles. Dafür ist es ja ein Early Access. Ich habe das Spiel schon mal angetestet, aufgrund der Grafikeinstellung und alles. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen mal ein neues Spiel. So, wir gehen zuerst das Tutorial durch. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, ich habe es nur angespielt. Und ja, schauen wir doch einfach mal, was uns erwartet. Zum Spiel nochmal. Das Spiel ist aus der D-Max-Serie. Der gefährlichste Job Alaskas. Manch einer guckt es, manch einer nicht. Ich gucke es persönlich eigentlich gar nicht. Nur mal so beim Durchschalten vielleicht, wenn woanders gerade Werbepause ist. Aber ansonsten, weiß nicht, das ist jetzt nicht so meins. Aber ich habe das Spiel gesehen und fand es eigentlich ganz interessant und ich würde mal sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Tutorial. Ja, ich möchte das Tutorial starten. Schnell schon mal einen Stift beiseite legen, falls ich wieder irgendwas aufschreiben muss. Willkommen beim Tutorial. Folge den Schritten des Tutorials. Rechte obere Ecke, um deine erste Mission zu beenden. So, und hier oben steht jetzt, was wir machen sollen. Du brauchst einige unabdingliche Gegenstände, um mit den Fischen zu beginnen. Kaufe sie im Shop. Wir sollen drei Bojen kaufen, zwei Krebskörbe und einen Heringsköderblock. Okay. So, hier ist unsere Saisonanzeige, unser verfügbares Geld. Ich denke mal, unsere Strafzahlung sieht das fast so aus. Wie viele Pfannkörbe wir haben. Wie viel Benzin oder beziehungsweise wie viel Treibstoff wir an Bord haben. Also ich glaube DHL, Galleon. Wie viel Tonnen Gewicht wir haben und wie viel wir noch zuladen können und wie viel Gramm wir insgesamt haben und zuladen können. So. Okay, ich kann nichts anderes außer das Geschäft anklicken. Dann schauen wir mal. Aber hier ist schon markiert, was wir kaufen sollen. Okay, dann kaufen wir mal drei Bojen, ein Heringsköderblock und zwei Krebskörbe. Okay, macht dann 2155 von unserem Budget von 100.000. Naja, gut, würde ja wohl noch gehen. So, gekauft haben wir. Grundlagen der Karte. Öffne die Karte, indem du dann auf dein Schiff klickst. Öffne die Karte. Okay, dann schauen wir mal. Hauptbestandteil der guten Fang. Hauptbestandteil der guten Fangplan. Das Deutsch hier ist super. Wie gesagt, es ist eine Early Access. Deswegen, da muss man ein bisschen drüber hinwegsehen. Wählen Sie Orte, an denen die meisten Krabben sind. Im Fall des Meeresbodens, wir haben den meisten Sand und Schlamm. Es gibt nicht fast alle Krabben auf dem Felsen. Also, ich denke mal, übersetzt soll das heißen, dass Sand und Schlamm die krabbenreichsten Orte sind. Okay. So, hier haben wir jetzt also eine Karte. Analysieren Meeresboden die besten Plätze zu suchen. Markiere den Filter des Meeresbodens linke obere Ecke der Karte. Und das hier also. Weiter zu berücksichtigender Faktor ist die Wassertemperatur. Krabben meist live im Wasser bei einer Temperatur von etwa 4 Grad Celsius oder 39 Grad Fahrenheit. Schön, dass hier Celsius mit drin steht. Unten gleich werdet ihr sehen, da steht dann nur die Fahrenheit-Anzeige. Deswegen schreibe ich mir das jetzt schon mal mit auf, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung aus dem Kopf, wie man das gerade umrechnet. Und damit ich das jetzt nicht immer nebenbei umrechnen muss und alles, schreibe ich mir das lieber gleich auf. Ist einfacher. So. Markiere den Filter der Meerestemperatur. Linke obere Ecke der Karte. Das hier. Die meisten Krebse leben 55 bis 100 Meter oder 29 bis 54 Feet unter dem Meeresspiegel. Da ist genau dasselbe. Es wird gleich nicht in Metern stehen, sondern nur in Feet. Deswegen schreibe ich mir das auch nochmal auf. Ich weiß zwar, dass ein Fuß ungefähr 30 cm sind, aber das umzurechnen die ganze Zeit muss nicht sein. Gut. Analysieren Meerestiefe auf der Karte. Beachten Sie auch Meeresboden und Temperatur und wählen Sie den besten Platz zu Fangkrabben. Finde den besten Punkt zum Fischen und nutze die schnelle Reise. Klicke auf einen Punkt auf der Karte. So, dieser Punkt wird uns jetzt vorgegeben. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, schade, sieht man nicht, das sind so die einzelnen Gebiete. Ich glaube, felsig, schlammig und sandig.
Und je roter es wird, desto wärmer ist es. So, und da Krabben das ja nun mal lieber kälter mögen, müssen wir ja eher in den blauen Bereich. So, er sieht uns jetzt diesen Ort hier vor. 105 Meter bis dahin, oder Kilometer. Ich weiß es gerade nicht. 7 Stunden und 18 beträgt unsere Fahrzeit dorthin und wir verbrauchen 370,6 Gallonen an Sprit. Können wir mal akzeptieren. Das habe ich gerade eben tatsächlich beim Anspielen schon gemacht. Hier weiß ich deswegen, dass wir den Kran. Mit WASD können wir den mit den Maustasten machen wir hoch und runter. So, Leertaste zum Bewegen. Und einmal ablegen. So, Kranmodus mit Q verlassen. So. Über Z gibt es auch noch hier so eine kleine Steuerungseinweisung, was ist ganz praktisch, weil ich kenne die Tastenbelegung ganz ehrlich noch nicht. Die Boje hilft dir festzustellen, wo du deinen Krebskorb abgeworfen hast. Beim Ausbruch des Korbes sollte sich die Boje außerhalb befinden. Okay, dann nehmen wir mal eine mit. So, einmal oben drauf. Öffne den Korb, um den Köder zu platzieren. Geh um den Krebskorb. Machen wir mal. So, jetzt brauchen wir noch einen Köder. Lege den Köder in den Köder in den Krebskorb. Nimm einen Block mit Währungsköder. Währungsköder-Block. Da. Lege den Köder in den Krebskorb. Zermale den Block mit Währungsköder. Gut. Ich weiß nicht, dass es so große Blöcke gibt, aber... Nimm den Köder vom Fleischbrunnen. Hallo? Ah, mit E, alles klar. Gleich schon abgepackt, okay. Schließe den Krebskorb. Ja, kriegen wir hin. Schmeiße den Krebskorb weg. Ja, okay. So. Schön, dass die Rampe sich von alleine zurückstellt. Spule 4 Stunden vor. Ich muss selber erstmal gucken, wie das geht. Auswählbar T. So, 4 Stunden hat das Spiel gesagt, dann machen wir das mal. Nimm den Haken aus der Halterung neben der Aufwickelrolle. Okay. Ah, jetzt müssen wir den hochholen. So, verladen und loslassen müssen wir. Dann machen wir das mal. Muss ich dann hinziehen? Ich denke mal auf die Rede gehen. Ja. Sofern die Anzeige im grünen Bereich ist. Ah, okay, wir müssen also mit A und D immer die Anzeige schön im grünen Bereich holen. Okay. Um die Aufwickelrolle oder die Windschutzmütze muss ich zur Konsole übergehen. Hier zur Konsole. Das hier ist tatsächlich jetzt ein bisschen tricky, weil er hier erst das anzeigt und erst wenn man hier hinter geht, zeigt er den richtigen Knopf an. Bis ich das vorhin rausgefunden habe, hat ein bisschen gedauert. Ist ein bisschen doof, aber wie gesagt, es ist ein Early Access. Da brauchen wir mal nicht so sein. Mal den Haken nehmen hier und den Krebskorb hier hochziehen. Ja Mensch, da haben sie ja doch ein paar andere angesammelt. Hallo, wo ist das? Ach. Hier wird die Boje. Ah, die wird automatisch. Okay. Bereite den Korb zum Auslösen der Krabben vor. Öffne den Korb. Aber nicht, dass er rauskommt, ja? Tisch bewegen. Gut.
Finde ich aber gut, dass sie die Knöpfe und alles gleich markieren. Hat man nicht in jedem Spiel tatsächlich. Bin ich sehr der Freund von. Die Würfel mit Hilfe des Knopfes, bis die Krabben auf dem Tisch nutzen, den Knopf warten, bis die Krabben auf dem Tisch fallen. Okay. Dann kommt mal raus, meine Freunde. Wie, mehr nicht? Das sah dann eben aber mehr aus. Okay. Tisch wieder zurück. Schließe die Tür des Krabbenkorbs. Okay, mach mal. Sortiermodus einschalten. Okay, das heißt, wir müssen die auch noch selbst sortieren. Prüfe die Reife und das Geschlecht der Krabben, um zu sehen, ob man sie fangen kann. Du kannst nur große männliche Krabben fangen. Bei anderen erhältst du eine Strafe. Ah, das ist das hier oben, nämlich natürlich doch die Strafzahlung. Bei anderen erhältst du eine Strafe. Halte hier gedrückt und ziehe vom Haufen ein Exemplar in die Mitte des Tisches, halte die Maus über die Krabbe und drücke Space, also Leertaste, um das Exemplar näher anzusuchen. Halte danach gedrückt, um das Tier zu drücken. Prüfe die Reife der Krabbe, prüfe das Geschlecht der Krabbe. Gut, dann machen wir das mal. So, Krabbe, Leertaste. Ah, okay. Es ist eine weibliche Krabbe, aber sie wäre schon mal groß genug. Schade. Nächste Krabbe. Mal schauen hier, was es ist. Oh, schon mal die erste Krabbe für uns. Was haben wir hier noch? Schade, leider zu klein. Naja. Okay, auch zu klein. Wir haben noch eine Scheißstelle ausgesucht hier. Sieht auch so klein aus. Hm. Was auch sonst. Schade. Also, daran verdienen wir heute aber nicht so viel. Oh, eine Dörren. Mal schauen. Noch eine für uns. Na, ja, so langsam war das doch was. So, sehr schön. Schmeiß die unbrauchbaren Krabben zurück ins Wasser, verlass den Sortiermodus. Hebe den Behälter für Krabben auf, nutze den Behälter für Krabben auf den Haufen der unbrauchbaren Krabben. Schmeiß die Krabben aus dem Haufen der unbrauchbaren Krabben ins Wasser. Dann machen wir das mal. Naja, 5 gute, 5 schlechte. Was haben wir denn hier? Fach zu öffnen. Container für Krabben. Sehr schön. Die unbrauchbaren Krabben. So, haben wir schon mal eingesammelt. Wo kann ich die jetzt in den Wasser schmeißen? Ah, okay. Einfach dahin gehen mit E. So, jetzt wollen wir die richtigen Krabben, die wollen wir ja einsammeln, um Geld verdienen. Welche Krabben mitnehmen? Ich nehme das auf, wirf die Krabben vom zweiten Haufen in die Lade. Ah, gut. Krabben von mir brauchen wir nicht mehr, die sollen einfach fallen lassen. Okay. Die Luke wieder zu, nicht, dass sie wieder rauskrabbeln. Jetzt kann ich den Montier nicht mehr aufnehmen. Ich hätte ihn ja zumindest noch mal gerne weggestellt. Naja. So, dann müssen wir wieder in den Kranmodus. Warum wir den jetzt wegnehmen und nicht einfach für den nächsten benutzen, okay, aber wenn das Tutorial so will, dann machen wir das. Oh, schön, dass hier so automatisch. Kehre mit Hilfe der Karte-Taste M nach Dutch Harbor zurück. Karte öffnen und die Schnellreise, um nach Dutch Harbor zurückzukehren. Ah. Ja, wollen wir. Sehr schöner Ladebildschirm. Verkaufe die Krabben mit Hilfe des Verarbeitungsbetriebes. Verkaufe die Krabben. Ja, machen wir mal, ne? Krabben. Wir haben 62,1 Pfund. Krabben. Pro Pfund kriegen wir ungefähr $10,75. Wir kriegen 0 Strafen, weil wir keine Weibchen und keine zu kleinen Tiere eingesammelt haben. Und für das Gesamte kriegen wir $667,88. Ist ja gar nicht schlecht für im Grunde genommen nur 5 Krabben. Hm.
Gehe zum Shop mit Fähigkeiten und kaufe einen Rabatt für spätere Einkäufe. Oh, es gibt Fähigkeiten. Das klingt doch interessant. Tüchtigkeit. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir hier kaufen können, ne? Ja, für alles andere haben wir nicht genug Geld oder ist noch nicht freigeschaltet. Verbesserter Köder. 5000. Die Köder sind effektiver und bleiben länger frisch. Ja, das hört sich doch gut an. Alle Fähigkeiten freigeschaltet. Sehr schön. Ja. Was haben wir hier? Tüchtigkeit, Rabatt in den Shops, 1000. Fester Rabatt in Höhe von 15% in den Shops in Bad Schaber. Das nehmen wir doch gerne mit. Rabatte sind immer gut. Alle Fähigkeiten freigeschaltet. Perfekt. So, raus aus dem Menü. Kaufe eine paar Gegenstände, okay, die nützlich sein werden. Kaufe Kriechöl, kaufe ein Set zur Reparatur der Krebskörbe, kaufe einen Haken zum Fangen der Krebskörbe. Okay, das heißt, Krebskörbe können auch in diesem Spiel kaputt gehen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. So, wir sollen 3 Haken kaufen. Okay. 3-mal Kriechöl. Okay. Und Reparaturset auch 3-mal. Okay. Akzeptieren. So viel Geld weg. Du brauchst Treibstoff, um über das Meer zu segeln. Wähle die Tankstelle, um Treibstoff einzukaufen. Ich kaufe vollen Treibstoffbehälter. Tanken ist immer so teuer. Was haben wir denn? Pro Gallione. Gallione, genau. Kann man das irgendwie... Doch, können wir auffüllen. Ah, okay. Boah, ist das teuer hier. Aber... Wähle auf der Karte einen Ort zum Fischen aus und begebe dich dorthin. Nutze die schnelle Reise. So, den nächsten Ort. Ich glaube, da waren wir gerade eben ja schon. Gibt er uns wieder vor. Dann fahren wir mal dahin. Nutze all das Erlernte, um den Korb zum Auswurf vorzubereiten. Platziere den Korb auf der Rampe mit Hilfe des Krans, bringe die Bojen an, bringe den Körder an. Ah, jetzt dürfen wir selber machen, ohne dass das Spiel uns was vorgibt. Quasi die Meisterprüfung. Gut, das können wir. So, brauchen wir noch eine Boje. Damit. Erst ein bisschen runter machen müssen. Ja, Köder hatten wir vom letzten Mal ja erstes geschreddert. Sehr schön. Köder angebracht. So, dann wollen wir den mal rausschmeißen. Der Kapitän muss wissen, wie man ein Schiff steuert. Geht zum Maschinenraum, um es zu lernen. Betritt den Maschinenraum durch eine der beiden Türen. Durch eine der beiden, es sind doch 3. Na egal. Okay, das ist also der Maschinenraum. Ich kann mich weiter nicht bewegen. Mit A kannst du die Richtung des Schiffes verändern. Du kannst dich auch dank der Staustrahltriebwerke an einem Ort drehen. Mit dem Geschwindigkeitshebel kannst du mit Hilfe von W und S die Geschwindigkeit ändern. Vergrößere die Geschwindigkeit und schalte in den 4. Gang. So gut. Das ist ganz einfach. Einmal drücken für einen Gang, rückwärts, zurück. Gut. Mit A kannst du die Richtung des Schiffes verändern. Du kannst dich auch dank der Staustrahlstriebwerke an einem Ort drehen. Das haben wir gerade eben schon gesehen. Nun kannst du über das Meer ohne Probleme segeln. Wenn du weitergehen möchtest, musst du den Maschinenraum verlassen. Ja, ich glaube, sonst kann ich hier auch nichts machen. Unser Korb ist ja überhaupt noch in der Nähe. Ist der denn nicht mehr? Naja, mal schauen. Ach, jetzt haben wir hier noch einen zweiten Baum ausgelegt.
Schlange. Ja, wir sind schon da. Okay. Dann machen wir mal den nächsten Aufbruch. Wieder ein paar Bojen holen. Weiter. Dann wieder ein bisschen Köder holen. Tür schließen nicht vergessen. Dann ein paar Bojen mehr schmeißen. Hallo? Achso. Tiere zum Korb zurück, der zurückgelassen worden ist. Fasse ihn und schmeiße die Krabben auf den Wirt. Nutze die schnelle Reise, um den Korb zu erreichen. Fasse den Korb mit dem Haken. Befestige den Korb an der Aufwickelrolle. Schalte die Aufwickelrolle an. Schließe die Aufwickelrolle an. Okay. Platziere den Korb auf der Rampe. Lege die Bojen im Korb ab. Öffne die Tür des Korbes. Baue den Sortiertisch auf. Schmeiße die Krabben heraus. Schließe den Sortiertisch. Schließe die Tür des Korbes. Stelle den Korb auf die Ladefläche. Das sollten wir wohin kriegen. Also ab zum ersten Korb. Da vorne ist er. Ist das nicht ein bisschen weit weg dahin? Da komme ich nicht mal ran. Also, das ist ein bisschen doof. So, mit Shift können wir sprinten. Dann wollen wir mal hier so ein bisschen vorwärts, dass wir da auch mal rankommen. Ach ja. So, schon mal bremsen. Ich glaube, jetzt sollten wir da rankommen. Das könnte schon wieder fast ein bisschen zu weit gewesen sein. Ja, das ist sehr schwierig, muss ich sagen. Ja, nee, geht. Geht. So, lass mal dahin. Wieder das Minispiel hier. Ob es ein Minispiel ist, aber. So, jetzt brauchten wir den Haken und die Aufwickelrolle. Genau. So. Dass er den jetzt hochzieht. Da läuft das Seil auch schön durch. Haken komme ich ran. Haken loslassen. Oh, da sind noch ein paar drin. Hoffen wir, dass es mehr ist als vorhin. So, Tisch ist dran. Jetzt wollen wir die Krabben aus dem Korb auswerfen. Sehr schön. Tisch wollen wir wieder zurück. Das sind immer noch nicht viele. Jetzt aber auch nochmal wieder. So, den sollen wir ja zurückstellen. Das ist sehr schön. Die Bojen müssen wir noch wieder wegpacken. Sie sollten für ihre Ausrüstung kümmern. Nehmen das Kiefbild aus dem Lagerraum. Okay, ich dachte, wir fangen jetzt an zu sortieren. Riechöl und für den Verschleiß der Rampe. Rampe. Mit Hilfe der Rampe wirfst du den Krabbenkorb ins Wasser. 50%. Reparieren. Okay. Ich kann sie also reparieren, indem ich einfach nur ein bisschen WD-40 drauf sprühe. Mhm. Okay. Ist, okay. Ah, wir sollen erst den anderen Korb holen, bevor wir sortieren. Okay. Ist auch wieder so weit weg. Also wieder ab zum Maschinenraum. So, wo ist er denn? Da unten auf der Karte übrigens sieht man, wo er sein soll, aber die Anzeige ist ein bisschen suboptimal. Mal gucken, ob wir den hier irgendwo gleich sehen. Ach da, er schwimmt. Der schwimmt jetzt natürlich genau in diesem blöden Balken hier. Ein bisschen rückwärts hier. Oh, falsche Richtung gedreht. So. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Das ist einparken mit dem Schiff. Na. So. Ich denke, das sollte ganz gut aussehen, wenn das so neben uns ist. Das hat gerade eben ja auch ganz gut funktioniert. So, kann man rein hier, du?
Sehr schön. So, wieder hochziehen. Schon mal den Haken schnappen. Was hat denn da jetzt so geknallt? War das der Korb? Kippen. Neues Hobby von mir. Hier kann ich schon mal schließen. Tisch kann ich schon mal wieder wecken. Derzeit kann ich ja den Korb schon mal wegnehmen. Oh, ich will nicht den mitnehmen. Ach, kann ich gerade gar nicht. Okay. Das Spiel sagt also nein. So, jetzt geht das Sortieren los. 40 kommen. Na, das wird ja wieder eine Ewigkeit dauern. Hä? Ich krieg die Kabel dann nicht heraus. Okay. Naja gut, dann haben wir halt eine Strafzahlung, wenn es so weit kommt. Keine Ahnung, warum. Irgendwie hat das gerade ein bisschen gehakt oder ich war zu schnell, ich weiß es nicht. Naja, die ist weiblich, die kann sowieso weg. Das sieht doch schon mal besser aus als beim letzten Mal. Vielleicht verdienen wir jetzt auch mal ein bisschen mehr Geld. Ne, zu klein. Auch zu klein. Es kann übrigens sein, dass ihr meine Maus und meine Tastatur im Hintergrund hört. Tut mir leid. Ich kann die Tastatur nur leider nicht leise stellen. Ist ein bisschen doof, aber ich kann nochmal versuchen, ob ich das eventuell rausfiltern kann, aber ich denke, das wird nichts. Von daher verzeiht mir das. Mhm. Auch zu klein, also es muss hier aber auch mal was bei rumkommen. Ich hatte auch gesehen, man kann das Schiff nachher noch upgraden. Irgendwas geht mit Personal noch. Also ich denke mal, dass man nachher vielleicht auch Leute anstellen kann, die das hier machen. Ich denke mal, das wird... Jetzt klingelt mein Handy gerade. Das ist aber erstmal unwichtig. Tut mir leid. Das ist, wenn man das nicht auf leise stellt. Ach ja. Na, so. Nein, das war falsch. Scheiße. Dann kriegen wir doch eine Strafzahlung. Mist. Das ist, wenn man kurz abgelenkt ist. Zack, gleich wieder Fehler. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, 17 Stück haben wir noch vor uns. Mensch, das ist ein guter Fang. Ich stelle mir das gerade vor, wenn man noch kein Personal hat und man hat dann hier so 500 Krabben auf dem Tisch. Wie lange soll man denn hier sortieren? Ist man das halbe Spiel ja nur beschäftigt, damit zu sortieren? Ich hoffe, dass man da relativ schnell dann jemanden zum Beispiel zum Sortieren einstellen kann. Also jetzt so das mit den Krabben und das geht ja alles noch recht floppig von der Hand. Aber dieses Krabbensortieren, das stelle ich mir später dann echt lästig vor. Mal schauen hier. Oh, ein Weibchen. Geht wahrscheinlich um die Vermehrung von diesen Königskrabben. Wahrscheinlich dürfen wir deshalb nur Männchen abfangen. Damit die Weibchen halt schön Nachwuchs zeugen können. Hallo, warum kann ich die nicht... Hallo, Krabbe? Ah, jetzt. Konnte die gerade irgendwo nicht aufnehmen. Okay. Noch eine für uns. Sieht so riesig aus manchmal. Ich weiß zwar nicht, woran die jetzt sehen, dass es Männchen oder Weibchen ist. Ich sehe es tatsächlich nicht. So, wir haben es geschafft. 19 schlechte Krabben und 21 gute Krabben. Wobei von den 21, glaube ich, nur 20 sind. Naja, setzen Sie die Krabben in den Frachtraum.
Das hier sind die schlechten Karten. Die sollen wir ja wieder über Bord werfen. Ich möchte mir auch gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn so ein Ding dich mal richtig zwickt. So große Klauen wie die haben. So, die nehmen wir mit. Den Korb können wir jetzt endlich mal zurückstellen. Durften wir ja gerade eben nicht. Und ich kann ihn immer noch nicht zurückstellen. Gut, dann stellen wir ihn zu. Scheiße. Okay. Ja. Ein bisschen doof. Aber okay. Hallo, ich möchte gerne Luke zumachen. Hallo. Geht nicht. Das Spiel sagt nein. Wir sollen also wieder die Schnellreise nach Batschaba. Nichts darf man hier. Wir sollen die Krabben wieder verkaufen. Kriegen wir hin. Ja, eine Strafe kriegen wir hin. Okay. Ja, gut. Dann war der erste, den ich da reingelegt habe, dann doch nicht so schlecht. 278,1 Pfund. Pro Pfund 10,75. Also ist gleich geblieben. Ja, dafür kriegen wir fast 3000 Dollar. Das hört sich doch gar nicht schlecht an. Im Handbuch auf der linken Seite sind die Lesezeichen Hauptspielmechanismen, also ich denke mal, es sollte Mechanismen oder so heißen, Beschreibung. Nach einem Klick öffnet sich der Abschnitt in der Bedienungsanleitung. Mhm. Wenn Sie sich nicht sicher von einem gewissen Spielmechanismus sind, können Sie immer Führer überprüfen. Öffne Reiseführer, Tab. Ah, hier ist nochmal eine detaillierte Anleitung. Okay. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, geschweige denn durchsehen, aber hier ist alles das drin, was das Tutorial uns gerade gezeigt hat. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Okay. Lies die abschließenden Infos. Das ist das Ende des Tutorials. Du kannst nun eine Saison aus dem Hauptmenü auswählen, um dein Abenteuer mit Deadliest Catch the Game vorzuführen. Gut. Dann haben wir das Tutorial jetzt fertig. Ja, das haben wir gerade eben schon gesehen. Gut. Das war das Tutorial und ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns dann mal auf die große Reise ohne Hilfe bewegen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!